Eine neue Folge aus dem FF, Frauen, Fußball, Leidenschaft. Ja, mit der Leidenschaft, da war es am Wochenende so lala bei einigen Vereinen. Wir haben ja Spitzenspiele gehabt und da gab es überraschende Ergebnisse, hohe Ergebnisse von Wolfsburg und Bayern. Da wollen wir gleich mit einsteigen. Fangen wir mit dem Freitagsspiel an, Bayern oder Hoffenheim gegen Bayern. Andreas, was sagst du dazu? Ja, bin natürlich restlos zufrieden und positiv überrascht, weil wir hatten ja letzte Woche so einen Ausblick gewagt und haben uns eher so auf ein Unentschieden festgelegt, als das, was kommen könnte. Und ja, also ich hätte einen Sieg in jeder Höhe genommen, aber 4-0 ist schon ein Statement und ich denke, die Leistung war auch richtig stark. Natürlich das frühe Tor, es hilft in jedem Spiel, hat natürlich da auch geholfen, aber es war eine starke, konzentrierte Leistung und es tut den Bayern natürlich gut, bei einem direkten Konkurrenten so klar zu gewinnen. Und ja, wie gesagt, war ein Statement und rundum zufrieden. Rundum zufrieden, okay. Jetzt haben der Michael und ich, wir haben auf der Tribüne gesessen, haben die Frauen wie ein Schneider. der Michael hatte mir jetzt nur, glaube ich, einen heißen Kaffee da irgendwie rumstehen. Nein. Nicht, okay. Hoffenheim, für mich erschreckend schwach. Kannst du damit übereinstimmen? Ja, also ich sehe es deutlich kritischer als die Verantwortlichen selbst von Hoffenheim. Ich fand die Leistung nicht gut. Sie haben nie in das Spiel gefunden, so wie gegen Wolfsburg, wo sie die wirklich bekämpft und behakt haben. Aber wie Andreas schon gesagt hat, das frühe Tor, das hat eine extreme Wirkung gehabt. Erstens Maxi Rall wieder, dann schon in der 6. Minute. Und die Mannschaft hat es danach nicht hingekriegt, in die Zweikämpfe zu kommen. Fabienne Dongos, die Kapitänin, hat mir dann auch noch gesagt, ja, wir sind nur hinterhergelaufen und das kostet dann ganz viel Kraft. Und ja, eine Torannäherung in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es dann viel besser gemacht. Hatten zwar nur eine richtig große Torchance durch Irelita Mimiti. Ja, und dann passiert das, was Bayern eben ausmacht. Eiskalt, das 2-0. Und dann war die Moral weg bei Hoffenheim. Und klares 0-4. Enttäuschend. Martina Tufekovic stand da ziemlich allein. Die hat doch geschimpft, den Rohrspatz nach dem Spiel gegen die Ersatzbank getreten. Wutschrei losgelassen, also die war da wirklich alleine gelassen. Sodass das jetzt ja sehr deutlich war, ganz anders als in der letzten Saison. Und ich habe vorhin mal einen Blick auf die Tabelle vom 9. Spieltag der letzten Saison geworfen. Da waren plus zwischen Platz 1 und Platz 5 3 Punkte. Jetzt ist es, glaube ich, zweistellig. Insofern, die Langeweile nimmt leider wieder etwas zu. Ja, also die Bayern haben das Spiel bestimmt, die haben das sachlich runtergespielt. Nach dem natürlich frühen Tor in der 6. Minute, was katastrophal verteidigt worden ist. So frei darf man Maxi Rahl mit Sicherheit nicht stehen lassen. War natürlich ja der Beginn vom Ende. Ne? Also die haben überhaupt keinen Zugriff im Mittelfeld bekommen. Sie haben zwar da gerackert und geackert, Hoffenheim, aber Bayern hat einfach das Spiel sachlich, ruhig runtergespielt, haben Hoffenheim laufen lassen, sich müde laufen lassen und ja, dadurch dann auch profitiert in der zweiten Halbzeit. Wer hat es noch gesehen von euch? Ich glaube, hat das. Ich habe es gesehen. Ja, ich habe es gesehen. Also ich kann dem Michael zur Analyse nur zustimmen. Ich saß da vorm Fernseher und dachte nur, München kann sich irgendwie 15 Mal den Ball von links nach rechts in die Mitte, nach vorne, nach hinten schieben und hoffen war eigentlich immer nur einen Schritt zu spät, also kam überhaupt nicht mal in die Nähe des Balles, um irgendwie in den Zweikampf zu kommen und überhaupt an den Ball zu kommen, um diesen Spielfluss zu unterbrechen. Also da war gar keine Chance da und das war eigentlich, wenn man sich diese 90 Minuten anschaut, eigentlich würde ich jetzt sag mal 80 Minuten so. Und mit so einer Leistung kannst du natürlich dann auch keine Tore schießen. Und ja, ich meine, dann kommt natürlich auch noch eine Lea Schüller von der Bank runter, die dann auch nochmal entsprechend bedient wird.
die mit Sicherheit auch mit ihrer Saison im Moment nicht so zufrieden ist, mit allem, was da so bisher ist. Ja, ihr Anspruch ist natürlich auch, mehr Tore zu schießen. Und ich glaube, das hat ihr dann in dem Fall auch ganz gut getan, da reinzukommen von der Bank und direkt mit zwei Toren da abzuschließen. Also die Lea Schüller, das hat mich unglaublich gefreut. Oder erstmal, wo sie eingewechselt worden ist, war sie so gelöst. Sie hat gelächelt, gelacht. Also positive Erscheinung. Und tatsächlich hat sie das dann auch zu diesen beiden Toren genutzt, natürlich gut freigespielt. Aber da musst du, beim ersten Tor musst du dich erstmal richtig freilaufen, damit du auch den Pass dann kriegst in den Lauf. Und beim zweiten Tor in der langen Ecke, das habe ich leider nicht mehr gesehen, da war ich schon auf dem Weg zum Parkplatz, musst du auch dann erstmal dort stehen als Stürmerin. Und ja, was ihr schon sagt, kein Zugriff im Mittelfeld, sicherlich Bälle erkämpft, aber dann sofort wieder verloren. Und dann war Stanway in ständiger Unruheherd, hat auch kluge und gute Pässe gespielt. Ja, ich mag die von der Spielweise her, ist einfach so. Und die Caro Simon hat auf ihrer Seite da auch ziemlich viel Unruhe gesorgt, egal, war mal links und auch mal rechts und war klasse. Wer möchte da noch was zu sagen? Ja, ich kann gerne noch was sagen. Also ich fand, es war ja, Clara Bühl hat ja für Lea Schüller vorne angefangen, also eher wie eine falsche Neun ein bisschen agiert. Fand aber, dass das da auch ziemlich gut geklappt hat und aber auch, als dann Lea Schüller eben reingekommen ist, dann wieder ja deutlich Schwung reingebracht hat. Und du hast gerade auch schon Caro Simon erwähnt. Also ich finde, für sie muss man schon nochmal ein Lob aussprechen, vor allen Dingen dann, wie sie sich mit nach vorne mit eingeschaltet hat und dann auch mehrere Torbeteiligungen da aufweisen konnte. Also hat mir gut gefallen, was Bayern da gespielt hat. Sie läuft auch nicht überhastet nach vorne. Sie fordert auch nicht, jeden Ball vorne bekommen zu müssen, sondern sie versucht, die Situation zu erkennen, wann sie im richtigen Augenblick nach vorne geht. Also effektiv nach vorne geht. Also es gibt ja Außenverteidigerinnen, die stürmen einfach nach vorne und da kann nichts draus entstehen. Caro Simon aber, die weiß ganz genau, oder zumindest sieht man das so, dass sie weiß, aha, aus der Situation heraus kann jetzt was Gefährliches entstehen und da schalte ich mich mit ein. Und deswegen Chapeau. Ja, und ihre Standards sind natürlich auch super gefährlich, ja. Also ich meine, die Ecken und auch die Freistöße, die sie schießt, also da stelle ich sie schon noch so auf einem Level mit einer Feli Rauch, die das in Wolfsburg natürlich auch extrem gut macht, ne? Also es sind schon sehr gute Standardspezialisten. Ja, hast du vollkommen recht, ja. Und das konnte man am Freitag also wirklich gut beobachten. Und wie gesagt, mit der Stanway, ständiger Unruhe her, sich immer anbietend, Bälle weiterleiten und so weiter und so fort. Das war gut, war wirklich gut. Andreas. Kleines Lob noch an unsere beiden Jüngsten. Franzi Kett wieder mit einer Torvorlage eingewechselt worden und wirklich auch mit Übersicht eben der Pass zum vierten von der Lea Schüller und die La Groß mit einer tollen Parade gegen Mehmeti. Wo es ist super reagiert hat wieder. Also einfach die beiden Jüngsten nochmal Daumen hoch. Ja, absolut. Also bei dem Steckpass auf Mehmeti, da habe ich also von der Tribüne gedacht, jetzt wenn sie sich jetzt durchsetzt, 1-1, hat sie ja auch, den schiebt sie rein. Und da hat also die Mana Groß also hervorragend reagiert. Das konnte man später in der Kameraeinstellung noch viel besser sehen. Klasse gehalten. Weil das 1-1, ich habe es vorhin im Vorfeld gesagt, das kann ein Spiel doch verändern, ne? Auch wenn vielleicht Natascha das anders sieht. Ja. Ja, ich glaube, München hätte trotzdem das Spiel gewonnen. Also ja, glaube ich einfach, weil sie einfach im Mittelfeld zu überlegen waren und das von der ersten Minute an. Also die haben schon mit diesem Auftritt sehr klar gemacht, heute lassen wir uns hier die Butter nicht vom Brot nehmen. Das war in den ersten Minuten mein Gefühl, als dieses Spiel angefangen hat. Ja, und das scheint auch so ein bisschen die Strategie von dem neuen Trainer zu sein. Der hat ja in Essen, haben sie ja ähnliche Spiele. Wenn man das noch ein bisschen vergleicht, richtig ruhig, sachlich, haben überhaupt nicht hektisch reagiert, in keiner Weise und keiner Aktion und haben auf ihre Chancen gewartet. Ne? Also das, meine ich, könnte eine
neue Philosophie des neuen Trainers sein. Adriana? Kann natürlich gut sein. Ich weiß ich leider auch nicht so genau. Nein, aber man sieht es, wenn man es vergleicht mit Essen. Da haben sie auch ganz ruhig immer schön die Bälle hin und her geschoben, haben sich den Gegner quasi zurechtgelegt. Hier war es ein bisschen unruhiger im Mittelfeld, klar. Bei Hoffenheim sicherlich auch noch bessere Spielerinnen hat. Aber trotzdem, ich fand das Spiel wirklich sehr gut angelegt. Michael? Ja, ich war einmal mehr beeindruckt, wie die sich aus bedrängten Situationen dann befreien. Also ja. Diese Dribbelstärke von Linda Dallmann, das ist immer wieder beeindruckend. Und Georgia Stanway, hast du gesagt, mit ihrer Wucht und ihrer Präsenz, da konnte Hoffenheim nichts gegen machen. Ja, vor allen Dingen ohne Foulspiel, ne? Ohne jetzt irgendwie ein grobes Spiel. Ja. Sie hat die Bälle sich zurückerobert und zurückgeholt, indem sie den Körper dazwischen gestellt hat, ohne dass man jetzt da vorgespielt hat. Ja, tolle Sache. Jetzt war Wolfsburg in Bringschuld, denke ich mir, so will ich es mal ausdrücken. Jetzt haben sie gegen Frankfurt gespielt. Wir haben auch eigentlich auch gedacht, da müsste doch irgendwas möglich sein, oder Andreas? Wolfsburg? Frankfurt? Nee, nicht, da müsste was möglich sein, aber das Ergebnis in der Höhe hätte ich nicht erwartet. Aber auch das ein eindeutiges Statement. Und wenn man die letzten Wochen oft, habt ihr oder du, Klaus, ja gesagt, Wolfsburg ist nicht so richtig in Schwung oder so gut sind die doch gar nicht. Und mir kam es immer so vor, wie so dieses gute Pferd ist nur so hoch springt, wie es eben gerade mal muss. Und gegen die kleineren Teams oder so, ja, da wird eben dann 2-1 oder mal 3-1 gewonnen, aber nicht brillant gespielt. Und jetzt gegen Frankfurt war klar, da kommt der Tabellenzweite oder, ja gut, nach dem Freitag dann Tabellendritte, aber vor dem Spieltag der Tabellenzweite, also da müssen wir richtig ran. Und das war eine, ja, Machtdemonstration von Wolfsburg. Und wenn man dann wieder sieht, wen die in Mitte der zweiten Halbzeit von der Bank noch bringen können. Da kommt eine Jule Brandt noch rein, da kommt eine Svendis Jonsdottir hier noch rein. Also das ist ja unglaublich, was da, ja, was dieser Kader hergibt. Und ja, also ich sage seit Wochen, wenn Wolfsburg in dieser Saison nicht Meister wird und nicht mindestens 20 von den 22 Spielen gewinnt, dann verstehe ich die Welt nicht. Und das haben sie am Samstag deutlich unterstrichen, denke ich. Aber ja, Frankfurterinnen können da sicher mehr dazu sagen. Ihr wart ja im Stadion. Ja, die beiden Frankfurterinnen, jetzt, ihr wart zitternd und bibbernd vor Kälte im Stadion. Zittern musstet ihr nicht lange, oder? Ging ziemlich schnell, das 1-0. Ja. Aber es waren, ich glaube, 4 von 5 Toren waren nach Standards. Ja. Und ja. Da haben wir uns, ja. Plus Torwartfehler oder ja. Unglücklich aussehende Torhüterin. Ja. Zwei Dinge, sage ich jetzt mal, wo du sagen kannst, okay, das Eigentor von der Sarah Dorsun, das 3-0, da hat die Verena Henschow den Fuß noch dran. War es 5-0? Es war es 5-0, Entschuldigung, ja, es war es 5-0. Schon so durcheinander. Und das 3-0, da hat die Verena Henschow will retten und geht mit dem Fuß dran und hat damit dann nochmal so eine Richtung gegeben, wo die Stina keine Chance hat. Das 2-0 geht auf die Kappe von der Stina, das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite darf man natürlich einen Jill Roth nicht so zum Schuss kommen lassen aus dieser Entfernung. Ja, das ist dann bei der Kälte, sage ich ganz ehrlich, ich möchte auch nicht wissen, was du dann für klamme Finger hast. Dann macht es natürlich aus so einer Entfernung auch nochmal unweit schwerer, so einen Ball zu halten. Und ja, ich meine, das 1-0, das ist, wir hatten es mit dem Dosenöffner vorhin beim Münchner Spiel, ne, wenn du sehr früh ein Tor machst und das war das gleiche Ergebnis in Wolfsburg. Wolfsburg macht in der 5. Minute das 1-0, wo die Abwehr absolut bescheiden aussieht. Aber es ist vorher halt auch schon nicht gut gespielt worden, das muss man halt ganz klar sagen. Das gesamte Mittelfeld war halt auch nicht besonders gut und auch was die Spitze angeht. Also wir sind ja auch nur hinterhergerannt, muss man ehrlicherweise sagen. Okay. Ja, und dann kriegst du natürlich kurz vor der Pause das 2-0 und noch gleich das 3-0 hinten drauf und dann gehst du mit 3-0 oder 0-3 in die Pause und dann fängt das Spiel kaum an, kommt es 4-0
Dann war das sozusagen das Eigentor, war dann der krönende Abschluss des Tages, in Anführungszeichen. Also ich so muss sagen, zwischen der 5. Minute und der 35. Minute haben sie es eigentlich gut gemacht. Sie waren auch, glaube ich, sie waren schnell in den Zweikämpfen. Sie haben versucht, auch den Spielfluss von Wolfsburg zu unterbinden. Da hatte man eigentlich ein gutes Gefühl. Angst musste man tatsächlich immer haben, wenn es irgendwie in die Standards ging. Also wenn es Richtung Ecke ging, wenn irgendwelche Bälle aus dem Halbfeld Richtung Torraum kamen, da muss man ganz ehrlich sagen, da habe ich aktuell kein gutes Gefühl bei uns. Ja, wobei, ihr seid groß gewachsen, ne? Also mit Henschow. Nee, sind nicht so groß gewachsen. Die groß sind, das ist eine Söcke und das ist noch eine Camilla Küver und danach ist aber mit Großwachsen nicht wirklich so. Also ja, gut, das übermäßig. Na gut, eine Camilla Küver hat auf der Bank gesessen und Söcke ist dann die Einzige, die vielleicht noch ein bisschen was rausspricht von der Größe. Okay. Michael, für dich auch überraschend, die Höhe des Ergebnisses? Ja, die Höhe auf jeden Fall. Wolfsburg hat da alles gezeigt, von der frühen Führung profitiert und ich hatte bei Frankfurt den Eindruck, dass die dann, also allerspätestens nach dem 13-0, aber eigentlich schon vorher, dann nicht mehr dran geglaubt haben, dann noch einen Punkt holen zu können. Ich wundere mich aber so ein bisschen über die scheinbare Unruhe, die da in Frankfurt zu sein scheint, was man so liest. Vielleicht können Charlotte und Natascha dazu was sagen. Da wird der Trainer so ein bisschen zumindest in Frage gestellt. Ich meine, das war die erste Saisonniederlage. Und auch wenn nicht alle Spiele toll waren, richtig schlecht war nur das Pokalspiel in Leipzig. Als Spitzenteam der Bundesliga darf man beim Zweitligisten nicht verlieren, auch wenn Leipzig wahrscheinlich aufsteigen wird. Aber würde mich mal interessieren, wo diese Unzufriedenheit oder Unruhe in Frankfurt herkommt. Charlotte, Natascha? Ich sag mal was. Also es ist schon so, dass wenn du dir die Aufstellungen anguckst, es eigentlich immer die gleichen 11 sind, die anfangen und die Bank ist eigentlich sehr breit in Frankfurt, dass man eigentlich schon auch mal als Fan davon ausgeht und sagt, es kann auch mal eine Virginia Kirchberger anfangen, es gibt auch mal oder auch mal wieder die Überlegung, müsste man nicht eine Zirkinisten eher ins Mittelfeld stellen, denn Tanja Pavole kann man an andere Positionen setzen. Nigeri hat die letzten Wochen super gut gemacht. Eine Laura war auch super fit, jetzt hat sie ein bisschen nachgelassen. Also es ist so ein bisschen das Thema der Ausrechenbarkeit, weil er wirklich immer die gleichen 11 eigentlich aufstellt. Das heißt, das kannst du als Gegner inzwischen, da kannst du die Uhr nachstellen, wenn du dir die letzten Spiele anguckst. Und ich glaube, dass sich die Gegner darauf mittlerweile auch einstellen. Auch das System der Raute ist mittlerweile bekannt. Das ist so ein bisschen so ein Thema. Und es sind ja wirklich talentierte Spielerinnen da, die man ja auch geholt hat, die aber eigentlich nie wirklich richtig zum Zug kommen. Das ist so ein bisschen ein Thema, was da reinkommt. Und auch das Thema, dass halt die Chancenverwertung weiterhin nicht so ist bei der Qualität des Kaders, den man hat. Also wenn man sich das Torverhältnis wieder anschaut und auch vergleicht letzte Saison die Ergebnisse, wenn man jetzt mal München und Wolfsburg nimmt, die haben gegen die gleichen Gegner immer mit 2-3 Toren mehr gewonnen, was sich dann am Ende des Tages im Torverhältnis auch einfach zeigt. Und das ist, glaube ich, so ein gewisses Thema, wo es eine Unzufriedenheit gibt, dass es da halt, man spricht immer davon, die Effizienz wird besser, wir wissen, was wir zu tun haben. Ja, wir haben zu Hause gegen Wolfsburg in der Rückrunde 4-1 verloren. Auch da hieß es schon, wir haben verstanden, was wir tun müssen. Wir wissen, wo unsere Hausaufgaben sind. Jetzt spielen wir in Wolfsburg und verlieren 5-0. Eigentlich sogar noch schlimmer als das 4-1, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, und er hat jetzt in Wolfsburg relativ früh gewechselt. Er hat auch 5-mal gewechselt, was er die ganze Saison nicht gemacht hat, der Nico Arnautis. Und gefühlt sieht man bei der einzelnen Spielerin keine Verbesserung auf dem nächsten Level. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, was diese Unruhe gerade ausmacht.
Und das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern ne, ich bin ja da auch im Fanblock unterwegs. Da gibt es schon eine gewisse Unruhe auch bei den Fans, die sagen, so richtig. Ja gut, da stellt man ja fest, wenn man sich so ein bisschen umhört durch die einzelnen Portale. Ja, und wenn du siehst, jetzt ob das gegen Leverkusen war oder auch am Samstag gegen Wolfsburg, dann kommt eine Carlotta Wamser da rein, die macht auf einmal nochmal Dampf. Da hast du, um jetzt mal Hitzelsberger dieser Tage zu zitieren, die hat Wut, die will. Und die sitzt, was weiß ich, 70 Minuten auf der Bank oder sowas. Also wo du das Gefühl hast, da ist noch mal frischer Wind, da will noch mal jemand, auch mit Zug Richtung Tor. Und das ist das, was uns fehlt einfach. Und auch am Samstag wieder, ich glaube, Gary hatte eine Chance auch in der ersten Halbzeit mal wieder gehabt und nee, noch einen Haken schlagen und so weiter, statt mal abziehen aufs Tor. Ja, und das war gegen Leverkusen. Ich weiß nicht, wie viel Haken die da geschlagen hat, wie ein Karnickel auf der Flucht. Und dann ist die Chance rum. Dann ist die Chance rum. Ja, dann hat der Torhüter oder die Torhüterin genügend Zeit, sich so hinzustellen, dass sie ihn kriegt. Ja. Okay. Oder, also es wird auch von hinten nicht der mehr Winkel geschossen. Wird entsprechend verkürzt oder wie auch immer. Ja. Ja. Also wird auch von hinten nicht Haken weniger und schießen. Ja, Adriana, jetzt hörst du hier so die Diskussion. Wie siehst du das so, wenn du ein bisschen weiter weg in England? Kannst du das verstehen, dass da ein bisschen Unruhe jetzt reinkommt? Frankfurt war in der Qualifikation, hat wirklich sehr gute Ergebnisse erzielt, sind ausgeschieden, auch ein bisschen unglücklich. Und jetzt laufen sie ihren Ansprüchen ein bisschen hinterher. Ja, also ich glaube, so ein bisschen Unruhe ist da schon verständlich, auch mit dem DFB-Pokal aus und jetzt kommt gleich die nächste Niederlage, auch wenn es gegen Wolfsburg ist, aber ich glaube trotzdem, dass man sich da ein bisschen mehr Chancen ausgerechnet hat und dadurch eben, dass das in dieser Höhe ausgegangen ist, war es dann schwierig, aber ich meine, wenn man gegen irgendein Team in der Bundesliga momentan gegen Wolfsburg spielt, braucht einfach ein bisschen Glück, um da auch mithalten zu können, die Chance haben zu gewinnen. Und bei Frankfurt war dann leider das Gegenteil diesmal der Fall, dass dann auch Pech dabei war und dann auch eben mit diesen individuellen Fehlern. Und dann ist natürlich schon, dass man bei den Spielern und wahrscheinlich auch den Fans, dass man das hinterfragen muss, aber dann halt das aufarbeiten muss und dann wieder nach vorne schauen. Ja, das hören wir ja schon. Es kommen immer fast die gleichen Statements. Ist so zu vernehmen. Aber das zieht sich durch viele Vereine durch, weil die Medien Berater dahinter stecken, da werden immer die gleichen Antworten gegeben. Ist das sinnvoll? Dann brauche ich auch gar nichts sagen, oder? Naja, ich glaube, wir haben mit unseren Statements vor dem Spiel auch Wolfsburg heiß gemacht. Ja? Wir haben uns in unseren Statements schon, sage ich jetzt mal, ziemlich hoch gestellt. Und ich bin der Meinung, wenn ich gegen Wolfsburg oder auch wenn ich gegen Bayern spiele oder Hoffenheim, Freiburg kann man, glaube ich, inzwischen auch mit dazu zählen, muss ich den Ball vorher ein bisschen flacher halten. Das ist meine persönliche Meinung. Und dann fällst du auch nicht so tief, weil ich glaube, du machst den Gegner damit auch heiß mit solchen Aussagen. Und das sind ja auch Spielerinnen, die Frankfurt kennen, ja, die in Frankfurt gespielt haben, ob das jetzt die Merle ist oder ob das früher die Svenny war, ne, sind oder Kati oder sowas, wobei Kati jetzt die ruhigste von denen da jetzt, glaube ich, noch ist. Aber das macht, glaube ich, schon irgendwo bei dem Gegner und dann denken die, boah, denen zeigen wir es aber. Jetzt hat der Andreas gerade gelacht. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich in der letzten Saison nach dem Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg was ganz Ähnliches gesagt habe. Nämlich, dass man vielleicht vorher mal ein bisschen bescheidener auftritt oder den Ball eher flach hält und dann mit einer Leistung überzeugt und nicht, ja. Und genau so kam es jetzt ja auch wieder rüber. Aber um es mal jetzt nicht von der Frankfurter Sicht zu sehen, sondern Wolfsburg, ich denke, die sind wirklich in dieses Spiel gegangen nach dem Motto, heute gilt's. Heute sind wir gefordert und heute müssen wir es zeigen. Und heute zeigen wir es auch allen. So habe ich eher den Eindruck.
wie vorhin gesagt, die wissen auch ganz genau um ihre eigene Stärke und wie gut sie sind. Und die wissen auch, die Wölfinnen, die wissen auch, dass sie gegen die vermeintlich Schwächeren in der Liga nicht immer so richtig überzeugt haben. Aber es reicht eben. Aber dass sie gegen Frankfurt gefordert sind, das war ihnen klar. Und da war, denke ich, der Wille da, jetzt, heute haben wir richtig einen raus. Ja, meine überragende Spielerin Jill Roth mit 3 Toren. Und man kann eigentlich alle 11 aufzählen. Das ist eine top besetzte Mannschaft, die einfach mit dem nötigen Willen da rausgegangen ist. Und also ich denke, Frankfurt braucht sich jetzt nicht selbst zerfleischen, sondern man muss einfach anerkennen, Wolfsburg spielt in einer anderen Liga wie alle anderen in der Bundesliga. Also das ist einfach... Ja, das kann man schon, aber man muss trotzdem auch irgendwann mal anfangen zu überlegen, okay, welche Fehler mache ich denn, ja? Also ich sage das jetzt mal, also sind wir mal ganz ehrlich, wenn da Jonas dort ja aufs Spielfeld kommt, da hat keine Spielerin auch nur die Chance, im Tempo mitzuhalten. Ja, es war schon bestechend. Jetzt ist eine Sophia Kleinherne nicht die langsamste, das muss man ganz klar sagen. Und die ist nicht hinterhergekommen auf der Seite. Und die kannst du hinstellen und das Gleiche gilt ja auf der anderen Seite mit einer Jule Brandt. Die ist ja nicht viel, ja, nicht viel langsamer. Ja. Das ist natürlich etwas, das die individuelle Stärke, das ist natürlich, glaube ich, auch jeder Frankfurter Spielerin bewusst gewesen. Ne? Also man hätte es nur im Kollektiv und als Team schaffen können. Und da gab es halt einfach ein paar Leistungsausfälle, die das Ganze dann halt auch verhindert haben. Also, ja, eine Laura war nicht gut, auch eine Tanja Pobolik war nicht gut und das merkst du natürlich dann auch ganz extrem. Ja, wenn es da nicht passt. Ja gut, ich denke mal, erkennen wir die Leistung jetzt erstmal von den Wölfinnen an. Ich meine immer noch, die sind schlagbar. Ich werde mich da auch festlegen und wir wechseln jetzt das Thema und gehen mal ein bisschen weiter. Oder wollt ihr noch was dazu sagen? Nee. Ja, und auf einmal, jetzt am Sonntag war es, glaube ich, hat Freiburg gespielt. Samstag. 16 Uhr. Und haben sich mit in die vordere Reihe gespielt. War das zu erwarten, dass Freiburg so stark aufspielt? Und jetzt sogar Richtung dritter Platz schielt. Wer möchte was dazu sagen? Die Freiburger. Ich habe das Spiel nicht gesehen, deshalb kann ich nichts zu sagen. Nö, aber dass Freiburg überhaupt diese Stärke hat, da oben mitzumischen. Ja, das ist toll. Und das tut ja auch der Liga gut, dass jetzt eben neben Hoffenheim mit Freiburg auch nochmal jemand ein bisschen hochkommt. Aber um es zu relativieren, Freiburg hat noch nicht gegen Wolfsburg gespielt in der Vorrunde. Das steht erst im Januar, meine ich, am 11. Spieltag, der da erst ausgetragen wird. Oder? Wann es eben weitergeht, steht das erst an. Also man muss es relativieren. Da werden sie vermutlich eben die Punkte lassen und dann ist der Abstand nach vorne schon wieder ein bisschen größer. Aber davon mal abgesehen, es tut der Liga gut, wenn mit Freiburg jetzt noch eine Mannschaft da ein bisschen oben anklopft. Ja, vor allen Dingen, die ziehen auch Zuschauer an jetzt, Freiburg wieder. Ja. Also ist eine tolle Kulisse. Habt ihr das Video, habt ihr das mitgekriegt, das gehört? Wie die Freiburger Ultras oder die Männerfans und auch die Frauenfans, wie die da abgegangen sind mit den Spielern zusammen, war ja klasse. Ne? Michael Freiburg, was sagst du denn dazu? Ja, ich habe erst gedacht, sie stolpern, weil Duisburg ja 1-0 geführt hat, aber letztlich war es dann mit 4-1 eine klare Sache. Dass sie jetzt vor Hoffenheim liegen, ist in der Tat spielplanbedingt. Sie haben aber in Hoffenheim auch eine gute Leistung gezeigt, sind aber für mich taktisch noch nicht reif genug für Platz 3. Mit der neuen Trainerin, mit der Mannschaft, die werden sicherlich in den kommenden Jahren dann eine Rolle spielen, wenn sie einigermaßen zusammenbleiben. Also ich halte von denen deutlich mehr als von Köln und Leverkusen. Für mich beides eine Enttäuschung, speziell Köln. Und Freiburg ist da sicherlich ernst zu nehmen. Aber ich bleibe dabei, der Platz 3 wird zwischen Frankfurt und Hoffenheim ausgespielt. Ja, gut. Denke ich vielleicht auch. Weiß nicht, wie die anderen darüber denken. Aber es ist schon eine tolle Sache, dass Freiburg mit der neuen Trainerin eigentlich sofort in das richtige Fahrwasser reingekommen ist. Es ist ja noch eine Veränderung, ja, der Führung.
Adriana. Auch wenn du die Spiele vielleicht nicht so gesehen hast, aber Freiburg hat ja mit dem Trainerwechsel neue Spielerinnen, ja auch taktische Veränderungen wahrscheinlich. Und das dauert ja auch. Und trotzdem sind sie dieses Jahr wieder so stark. Ne? Ja, klar, das ist ja extrem schwierig, sich da als Mannschaft neu zusammenzufinden. Und dann als Trainerin muss man ja erstmal schauen mit dem System, wie das alles hinhaut. Braucht eigentlich dann auch eine längere Vorbereitung, um das hinzubekommen. War ja auch schwierig durch die Europameisterschaft dann auch zu, glaube ich, sind da weniger Spieler bei Freiburg betroffen gewesen. Aber nee, ist natürlich toll, dass die da jetzt aktuell mithalten können und hoffe, dass sie da in Zukunft auch noch weiter was machen können. Und wenn da die Zuschauer natürlich auch kommen, ist super. Ja, und da haben sie mit Janina Minge, mit der Simali, haben sie dann jemanden oder Spielerinnen, die auch Tore schießen können, auch verschiedene Spielerinnen. Sie sind nicht auf eine fixiert. Das macht natürlich auch vieles aus. Natascha, wärt ihr froh, wenn ihr sowas hättet in Frankfurt? Naja, wir haben ja so ein bisschen was, das muss nur auf die Bahn gebracht werden. Also das würde ich jetzt mal schon sagen. Also was man halt sieht, also es ist so ein bisschen eine Parallele. München neuen Trainer, Freiburg neuen Trainer und man sieht, dass es am Anfang ein bisschen ja, Sand im Getriebe kam, bis man sich so gefunden hat, bis man den Spielstil verstanden hat. Jetzt kommt natürlich bei München auch noch diese langzeitverletzten Ausfälle, die jetzt, ne, ob das eine Sydney Lohmann war, eine Julia Quinn, das hat natürlich auch noch mal ein bisschen, gerade in München auch für Sand im Getriebe gesorgt. Und bei Freiburg hat man einfach auch gesehen, dass die am Anfang noch mal ein bisschen brauchten, um ihren Spielstil zu finden. Klar, jetzt fehlt ihnen die Svenja Fimbi, aber man hat ja gesehen, es hat sehr lange gedauert, bis sie überhaupt das erste Tor gemacht haben oder überhaupt in diesem Spiel das erste Tor gefallen ist. Dann ist es für Duisburg gefallen und trotzdem hat aber Freiburg eine tolle Moral gehabt und hat das Ding ja dann noch sehr klar mit 4-1 gewonnen. Ja, also das muss man auch erstmal so hinkriegen. Und die Tore sind ja alle nach der, ich glaube, 55. Minute oder sowas gefallen. Also, ja, das ist Freiburg Stärke. Also die haben ja auch letztes Jahr gegen Jena zurückgelegen früh. Und in der zweiten Halbzeit haben sie dann Jena abgeschossen. Ne? Also die haben eine unwahrscheinlich hohe Mentalität und auch Kondition offensichtlich. Also da passt vieles zusammen. Ne? Okay. Möchte da noch jemand was zu sagen? Nein. Ja oder nein? Okay. Ja, Köln haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Also die schwächeln ja wirklich und blicken ja sogar schon in den Keller rein. Werden sicherlich nicht absteigen, klar, dafür sind sie zu stark. Aber ich habe das Gefühl, dass Sascha Glas da irgendwie den sportlichen Erfolg nicht bringen kann. Michael? Ja, ich kann ihn schlecht beurteilen, aber dazu bin ich in Köln nicht zu eng drin. Aber die Kölner Fans sind ja auch unzufrieden. Und die haben einen guten Start hingelegt gegen Hoffenheim. Da haben sie auch so ein bisschen, ja, einfach Glück mit der Torfolge gehabt, aber da haben sie auch gut gespielt. Aber so in den letzten Wochen ist da nicht mehr viel. In Meppen, klar, kann man verlieren, aber nicht, wenn man Fünfter oder so werden will. Insofern sehe ich im Vergleich zur Vorsaison da in Köln eher einen Rückschritt. Ja, und die haben ja auch eingetroffen, gute Gem, ne? Also von deswegen hätte man eigentlich mehr erwartet. Ne? Islacker vorne im Sturm. Islacker spielt, aber Islacker macht im Moment keine Tore. Also die steht für mich neben sich selber. Jetzt fehlt die Sharon Beck noch. Dann hat die... wer hat gefehlt? Also beide Polen haben mal zwischendurch gefehlt. Ja, mit dem Kopf. Mit dem Nee, die hat ja doch gespielt. Ja, die hat jetzt gespielt, aber die war vorher verletzt. Und die Savenska war auch vorher verletzt. Also sind ja schon recht entscheidende Spielerinnen, aber gerade eine Mandy Islacker hat letzte Saison noch immer regelmäßig mal ein Tor gemacht, dass die Sharon Beck da vorne jetzt fehlt. Für längere Zeit merkst du auch, weil die sind recht eingespielt, also die ist ja da schon auch eine Leistungsträgerin. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, die letzten 2-3 Spiele passt halt der ganze Spielfluss nicht mehr. Also das ist für mich kein Spielfluss mehr vorhanden. Die Bälle kommen nicht an, das ist so, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Okay. Ja, und dann kommt noch, was weiß ich, dann tun sie sich noch so blöd dezimieren auf 10 mit einer gelb-roten Karte. Dann verschießt die
Islacker noch den Elfmeter und dann kam die Strafe auf dem Fuße. Zweiten Elfmeter schon verschossen, ne? Gegen ja. Potsdam auch, ne? Ja, also was Positives sagen zu der Tabellenkonstellation. SV Meppen, hätte vor der Saison jemand gedacht, dass die nach 9 Spieltagen 9 Punkte Abstand zu einem Abstiegsplatz haben? 12 Punkte auf dem Konto. Ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet. Deswegen mal großes Lob nach Meppen. Da wird in aller Ruhe und gearbeitet und die stehen im Mittelfeld der Tabelle. Ich denke, die können in der Winterpause anfangen, die nächste Saison Bundesliga zu planen, weil ich glaube nicht, dass die noch ganz nach unten rutschen. Und das ist für mich eine der ganz positiven Überraschungen in dieser Saison. Auch Duisburg, Daumen hoch, die machen auch eine gute Saison. Aber Meppen, also 12 Punkte nach 9 Spieltagen, hätte ich denen nicht zugetraut. Und denke, da dürfen wir durchaus mal ein Lob vergeben hier von unserer Seite. Da dürfen wir, natürlich. Hätten wir auch gleich gemacht. Ne? gut, dass du uns daran erinnerst. Weiter Köln haben wir dann mal kurz besprochen. Turbine Potsdam, da wolltest du, glaube ich, jetzt noch mal sagen, kurz, Michael, zu deinem Interview mit dem neuen Vorstand, ganz kurz. Ja, also 0-3 in Leverkusen, das riecht nicht nach Aufwind, aber ich habe den neuen Präsidenten, Dr. Carsten Ritter-Lang, ausführlich interviewt. Das ist ja auf der FIDE-Homepage zu lesen. Wenn es interessiert, gerne da gucken und liken, weil wir bei FIDE natürlich auch den Zuspruch brauchen. Kleine Schleichwerbung am Rande. Ansonsten, es wird immer schlimmer für Turbine, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Die müssen sich verstärken. Und sie haben Glück gehabt, dass Essen nicht gewonnen hat, sonst wären es schon 8 Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Jetzt die nächsten beiden Spiele sind nicht zu gewinnen, Frankfurt und Bayern. Insofern müssen sie wirklich auf die Rückrunde dann schauen. Und mit 2, 3 neuen Spielerinnen, das Geld ist ja da, wie der Präsident gesagt hat, dann nochmal angreifen. Aber es wird ein Himmelfahrtskommando. Ja, denke ich auch. Also ich denke, was jetzt noch erschwerend hinzukommt, die Französin gerade mal wieder gespielt, verletzt vom Feld gegangen, Amber Barrett verletzt vom Platz gegangen, auch gerade erst wieder gekommen. Und ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo die sich oder mit wem die sich verstärken wollen in der Winterpause. Also, naja, und dann also wenn ich jetzt Spielerin jetzt wäre, Gelb-Rot jetzt auch noch Spielerin weg. Wäre, wüsste ich jetzt nicht, ob ich zu so einem Verein gehen würde, wo ich eigentlich mit dem Rücken mehr als an der Wand stehe. Ja. Also ich weiß nicht, wo die herholen wollen. Und ich sage jetzt mal, wenn der jetzt im Ausland, ich sage jetzt mal in dem von Potsdam aus gesehen näheren Ausland, also Richtung Ostblock gehst, wo du vielleicht noch günstigere Spielerinnen kriegst, aber selbst die müssen ein gewisses Geld verdienen und die haben ja so schon einen relativ großen Kader. Es ist ja nicht so, dass die nur 20 Spielerinnen haben. Also, ja, ja, klar. Also mir fehlt da so ein bisschen der Glaube dran. Dann kommt ja die gelb-rote Karte von Jenny Kramer noch dazu. Ja. Ich habe da ein bisschen recherchiert, weil Unmut bei den Fans gegenüber der Schiedsrichterin aufkam. Da sind mehrere Vorkommnisse gewesen mit Meckern. Und dann halte ich einfach mal den Mund als Profispielerin und dann hole ich mir nicht die zweite gelbe Karte ab. Also die gelb-rote Karte war durchaus berechtigt, egal was da an Worte gefallen ist. Ein Elfmeter wurde Leverkusen auch versagt, ein Handelfmeter, ein ganz klarer Handelfmeter. Es gibt nicht mehr absichtlich oder unabsichtlich. Das hat es mal früher gegeben. Der Ball hat ganz klar an der Hand gelegen, also eingeklammert. Es wurde sicherlich auch hätte auch einen Elfmeter kurz vor Schluss geben können für Turbine. Aber da kann man nicht unbedingt jetzt davon reden, Schiebung, Schiebung, Schiebung. Das sind Tatsachenentscheidungen. Und da muss man auch mal sehen, dass man sportlich einfach unterlegen war gegen Leverkusen. Es war einfach so. Die Leverkusen waren ganz klar stärker. Und ich meine, das Reinrufen gegen den Schiri fing ja schon in der ersten Halbzeit an.
mit Ja, und dem das bringt ja Schieber, das Spiel. Schieber, ne? Und das fand ich jetzt auch nicht sehr, sehr Nein, toll und da verlagert man Probleme als. jetzt in Richtung Schiedsrichter. Und ich denke mal, wir haben oft genug darüber diskutiert, die sind hausgemacht, die Probleme, die müssen intern gelöst werden und jetzt nicht noch übertragen werden auf andere Themen. Okay, Turbine haben wir damit abgehakt. Auch die Bundesliga, Meppen überrascht mit Heimsieg, hatte ich mir hier notiert als letzten Punkt. Da hatten wir dann, haben wir jetzt auch abgehakt. Was wir Dann haben wir noch feststellen, Essen. Essen. Essen Essen Bremen. gegen Essen gegen Bremen haben wir noch, gut, okay, da hat Essen in der 87. Minute den Elfmeter verschossen. Dann wäre nämlich das eingetreten, was Michael gerade gesagt hat, dann wäre der Punkteabstand noch größer geworden, nach unten. Aber es war ein zähes Spiel, was ich so mitgekriegt habe, Essen gegen Bremen. Es war ein ganz zähes Spiel. Also ich habe es irgendwann, weil es mich auch gelangweilt hat, ausgemacht, gebe ich ehrlich zu. Und das, was mir bei dem Thema halt wieder auffällt, ist, Bremen ist auch in dieser Saison nicht in der Lage, Tore zu schießen. Und sie haben jetzt Glück gehabt, dass Essen es nicht auf die Reihe gekriegt hat, diesen Elfmeter reinzubekommen. Also das ist, ja, also mehr goldenen Schuss kann man eigentlich nicht haben. Und dann verschießen sie den, beziehungsweise wird gehalten. Und das ist so. Der ging Ja, in den Himmel, der war noch nicht mal gehalten. ging in den Himmel. Und Bremen schießt halt einfach keine Tore. Ja, Also sie kriegen es ja noch das. nicht mal gegen Essen hin, ein Tor zu schießen. Und jetzt ist Essen jetzt nicht die Überabwehr, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist auch hausgebacken, ne? Das sind das zwei Serien schon, wo sie keine Tore erzielen, ne? Letztes Jahr haben sie, glaube ich, mit 8 oder 9 Toren die maximale Punktzahl Neun. erreicht. Neun Genau. Tore. Und jetzt haben sie zwei. Wie viel haben sie jetzt? Zwei Tore. Und Fünf. ein Moment. fünf Tore haben sie gemacht, ja. Fünf. Ja. Ach, davon waren zwei gegen Wolfsburg, oder? Ich habe Genau. sieben. Und eins gegen uns. Gegen uns. Ja, genau, fünf. Ja, und Essen gegen hat uns, sieben. gegen Potsdam, genau. Ja, genau. Werder Bremen hat fünf und Essen hat sieben. Ja. Okay. Schließen wir die Bundesliga ab. Jetzt war der Andreas in England und Adriana ist ja in England. Jetzt habt ihr Spiele gesehen da drüben. Andreas hat dann auch gleich sofort seine Spielerinnen für uns fotografiert. Andreas, wie war es drüben? Tja, immer ein Trip wert und starkes Spiel, aber eins, das Arsenal eben nur 1 zu 0 gewonnen hat. Und ja, und wenn du, ich sage mal, vergisst, das zweite Tor zu machen bei so vielen Chancen, dann kann es am Schluss auch noch ins Auge gehen. Und Everton hatte tatsächlich am Schluss noch zwei kleinere Möglichkeiten. Also ja, eigentlich muss es 4 oder 5-0 ausgehen, aber egal, die 3 Punkte unter Dach und Fach. Und Stadion war mit 4.000 Sold out, auch das, dieses kleine Stadion Meadow Park, auch das wieder ein gutes Zeichen. Und Viv Miedema, Spielerin des Spiels, als Spielerin des Spiels ausgezeichnet worden, hat auch das Siegtor gemacht. Die ist also auch wieder auf einem besseren Weg. Also von daher, wir waren zufrieden. Und ja, auch Leah Williamson, die englische Nationalmannschaftskapitänin, nach 2,5 Monaten Verletzungspause wieder 20 Minuten gespielt. Also ja, alles in allem zufrieden. Aber das große Statement kam ja von Chelsea. Ich denke, da kann Adriana eher was dazu sagen. Wieder 8 Tore. Ja. Adriana, auf geht's. 8 Tore, 8-0. Ja, das war Ja, schon. das ist natürlich extrem deutlich. Ich meine, das war auch der Tabellenerste gegen den Tabellenletzten. Und war übrigens auch das 300. Spiel für Emma Hayes an der Seitenlinie für Chelsea. Und ja, klar, also wieder eine deutliche Machtdemonstration von Chelsea. Und ja, haben ja schon von Anfang an gleich losgelegt. Und wenn ich jetzt besonders hervorheben würde, wird Guru Reiten, die einfach extrem effizient momentan spielt, also wahrscheinlich wirklich die beste Chelsea-Spielerin momentan mit 5 Torbeteiligungen in der ersten Halbzeit. Also das ist schon extrem gut, was sie da macht. Und dieser eine Pass, den sie auf Sam Kerr gespielt hat vor ihrem Tor, war, habe ich auch gesehen, das ist viral gegangen auf Twitter. Also war wirklich ja, wie aus dem Bilderbuch gespielt. Und
ja, wenn Chelsea das so weiterspielt, dann sehe ich da auch sehr positive Zukunft für die. Ist Chelsea Wolfsburg in England? Ja, absolut. Kann man schon so sagen. Ja. Also, die sind einfach top besetzt und die hatten schon den besten Kader in der letzten Saison und haben sich dann nochmal in der Breite verstärkt. Also, da ist auch vieles eben richtig gemacht worden. Und ja, sie hatten eben diesen schlechten Saisonstart mit der völlig unerwarteten Niederlage in Liverpool. Aber danach hat sich das Team gefunden und ist auf einem super Weg. Also, ähnlich wie ich es über Wolfsburg sage, gilt es auch für Chelsea, die spielen in einer anderen Liga. Und dann weiß ich ja, was ich dir zu Weihnachten schenke: ein Chelsea-Trikot und ein Wolfsburg-Trikot. So. Ja. Ja, damit du mal bei den richtigen Verein bist, Mensch. Das wird sich auch da nicht ändern. Also das Wolfsburg-Trikot ist kategorisch abgelehnt. Die Farbe geht gar nicht. Chelsea ist noch verhandelbar. Aber grün ist die Hoffnung, ne? Darf man nicht vergessen. Ne? Ja, gut, Spaß beiseite. Nicht, dass der Andreas mich ja noch umbringt. Ne? Der wohnt zu nah. Ne? Der wohnt 20 Kilometer von mir weg. Ne? Ja, also Chelsea marschiert vorne weg. Manchester United hinterher mit punktgleich mit Arsenal. Ja, Man United mit 30.000 Zuschauern im Old Trafford. 5:0 gegen Aston Villa, auch das war eine reife Leistung, in der Höhe nicht zu erwarten war. Und der Zuschauerzuspruch eben 30.000, super. Nächster Spieltag ist das Manchester Derby, dann im Etihad City gegen United. Da denke ich, wird auch nochmal große Zuschauerzahl und ein tolles Spiel zu erwarten sein. Okay. Du noch was dazu, Adriana, zu der Super League? Ich glaube, das war soweit. War das soweit? Ich hätte noch was zu dem Gerücht. Was sagt die Insel zu dem Gerücht, zu dem Trainergerücht Scheuer? Zu, ich muss jetzt nochmal gucken, Brighton and Hove. Albany. Hört man da was? Was sagt die Insel dazu? Adriana? Ich habe bisher nur von den Gerüchten gehört, aber noch nichts weiter. Also ich habe da auch nichts genaueres gelesen dazu. Ja, also habt ihr keine Bildzeitung? Habt ihr keine Art Bildzeitung da drüben? Doch, mit Sicherheit, aber da wird eher geschrieben, dass die Krone-Card erweitert wird auf den. Eigentlich weiß der Andreas das immer ganz schnell, ne? Andreas, oder? Ich kann nur sagen, Socadonna hat es geschrieben. Und die sind normalerweise sehr gut informiert und hauen nicht die Dinge raus, wenn es nicht zumindest eine Grundlage dafür gibt. Also, ja. Ob es dann zustande kommt, vermag ich ja gar nicht zu sagen, aber wenn Socadonna das vermeldet, dann gibt es zumindest mal die Gespräche. Ja. Ob es für ihn der richtige Schritt ist, weil Brighton ja eher Team unteres Mittelfeld ist, ich weiß es nicht. Aber dass er nach einem Engagement suchen wird, ist ja auch klar. Ich meine, er will sie ja nicht zur Ruhe setzen und von daher vielleicht mal Fuß fassen auf der Insel und dann Brighton auch als Sprungbrett sehen, mal abwarten. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Personalie. Ja. Wer trainiert die denn jetzt im Moment dann? An den Interimstrainer? Bin ich jetzt auch. Wahrscheinlich einer von den Co-Trainern, glaube ich, hat das erstmal übernommen oder so. Wir werden es sicherlich dann erfahren rechtzeitig. Und wie gesagt, Socadonna, wenn die was raushauen, dann hat das wirklich Hand und Fuß, dann ist das zu 90% durch das Ding. Ne? Ja, jetzt haben wir Mittwoch und Donnerstag dann Champions League. Wir können das, glaube ich, die Women's Soccer League lassen wir jetzt weg. Jetzt haben wir die Champions League. München greift wieder ein und Wolfsburg. Na, Andreas, was sagen wir jetzt? Ja, ich freue mich einfach tierisch auf den Mittwoch, auf das Spiel gegen Barcelona in der Allianz Arena. Ich hoffe, gut gefüllt ist, also 20.000. 20.000 haben sie vermeldet eben gerade. Ja, also ich hatte nur was von 15 gehört, also 20.000 sollten schon sein. Und ich freue mich auf das Spiel und ich freue mich darauf, diese tolle Mannschaft Barcelona mal live spielen zu sehen. Diese klasse Spielerin. Ja, aber halten wir die Erwartungen mal niedrig und wenn man es realistisch sieht, wird Barcelona das Ding gewinnen. Alles andere
Wäre super und ich würde mich über Unentschieden tierisch freuen, aber freuen wir uns einfach mal auf ein gutes Spiel und dass hoffentlich Bayern mitspielen kann oder das Spiel lange offen gestaltet. Hoffen wir mal, ja. Das und du bist dort vor Ort? Ja, natürlich. Also, ich auch. Ne? Gut. Ich auch. Ja. Wow. Ist ihm egal. Okay. Jeder Zuschauer zählt. Jeder Zuschauer zählt. Ja, was sagt ihr denn dazu, zu der Begegnung? Also ich kann sie nicht sehen am Mittwoch. Ich werde sie nur am Ticker verfolgen. Ich hätte eine andere Veranstaltung, die da stattfindet für mich. Ich gucke mir es dann im Nachgang an. Ja, also ja. Ich gehe auch davon aus, Barcelona wird gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn München es möglichst knapp gestalten kann oder in den Unentschieden kommt. Aber das wird schon eine große Herausforderung. Es wird auch ähnlich wieder sein, bloß kein frühes Tor fangen, weil das wäre der Dosenöffner. Also so lange wie möglich irgendwie das 0-0 halten kann eigentlich nur die Devise sein. Und dann schaut man mal. Okay. Michael, dein Statement dazu zu dem Spiel, was denkst du? Ja, Bayern hat eine kleine Chance, aber Barcelona ist hoher Favorit und ich denke mal 1-3 oder so wird es ausgehen. Es kam gerade die Erleuchtung bei dir, du bist heller geworden. Adriana, was denkst du? Barcelona, ja, ich glaube auch, also normalerweise Barcelona wird das wieder gewinnen. Für Bayern wäre das jetzt die letzte Chance, da noch Hoffnung auf den Tabellenersten Platz zu haben, aber ich glaube, realistisch ist das am Schluss nicht. Und interessant wird es vor allen Dingen dann Arsenal gegen Juventus und Wolfsburg gegen AS Rom, die im letzten Gruppenspiel eben unentschieden gespielt haben, beide. Wolfsburg, AS Rom ja auch gleiche Punktzahl, deswegen wird es da, glaube ich, auch interessant werden, weil es eben um den ersten Platz geht. Ja gut, okay, dann machen wir gleich mit Wolfsburg weiter, AS Rom. Noch jemand dazu eine Meinung? Ich glaube, dass Wolfsburg das gewinnt. Ich glaube, die haben aus dem Hinspiel gelernt und spielen jetzt zu Hause. Ich glaube, die werden sich zu Hause nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja. Ja, und das glaube ich. Ja, das hat mich gewundert. Klar, klar gewinnen. Also beide Mannschaften, Wolfsburg und Bayern, haben klar gewonnen vor so einem wichtigen Spiel. Man hätte eigentlich gedacht, die würden so ein bisschen zurückschalten gegen Frankfurt und Hoffenheim, haben sie aber nicht. Haben also volle durchgespielt, auch wenn sie rotiert haben. Ne? Auch Barcelona hat ja rotiert und hat deutlich gewonnen. Ne? Ist das nicht verwunderlich, dass die so deutlich gewonnen haben vor so einem wichtigen Spiel der Champions League? Nö. Nö? Ging ja auch was. Waren ja für Wolfsburg und für Bayern eben wichtige Spiele. Bundesligaspiele. Und die waren zunächst mal nur Fokus auf diese Bundesligaspiele. Und Wolfsburg hatte dann das Glück, eben klar zu führen und konnte in der zweiten Halbzeit eben fünfmal wechseln, um schon wieder ein bisschen zu schonen. Also, ja, ich denke, wie ich es. Für das Bundesligaspiel gegen Frankfurt gesagt, die Wölfin wissen ganz genau, auch am Mittwoch gegen Rom, da gilt's, da sind wir gefordert, da müssen wir und dann werden die auch abliefern und ihr Ding souverän gewinnen. Also davon bin ich überzeugt. Ja. Okay. Ja, Bayern, ist das wirklich so? Ich bleibe da immer bei, dass Bayern nicht so schwach ist. Anführungsstrichen schwach. Ja, aber Klaus, nochmal, die Breite der Bank in Barcelona ist so breit, das ist ähnlich wie Wolfsburg von der Breite und jetzt guckt ihr mal an, was bei München auf der Bank sitzt, das sind entweder zwei zusätzliche Torhüterinnen oder drei junge 18-Jährige, die keine internationale Erfahrung haben und dann guckt ihr an, was bei Barcelona steht, also muss man schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Okay, dann lasse ich die Kirche im Dorf, gehe ich mit euch, dass das Spiel verloren geht. Wie sieht's aus, Adriana? Was, gar keine Chance, die Bayern? Komm, unterstütz mich. Minimal, die Chance besteht immer, aber wie gesagt, wenn man es realistisch sieht, ist eigentlich Barcelona, die haben bisher kein Spiel verloren. Ich stehe im Augenblick da, als wenn ich noch nie Fußball gespielt hätte. Ja gut, okay, alles klar. Nein, Barcelona ist der Ausruhfavorit, ganz klar. Bloß ich schreibe ungern eine andere Mannschaft total ab. Ne? Das mache ich nicht. Ne? Ja, verteilen halt vorher ein paar Tropfen irgendwo bei Barcelona.
Ich, wie gesagt, ich bin vor Ort, ich könnte da ja vielleicht in die Kabine kommen. Ne? Können wir das Thema vielleicht abstimmen? Ich hätte noch Real Madrid gegen Chelsea, weil ich glaube... Ja, Real bitte, Real Madrid gegen Chelsea, dann sag mal was dazu. Ja, also ich glaube auch wieder, dass Chelsea tatsächlich wahrscheinlich auch in Madrid gewinnen wird. Vermute ich einfach auch, weil sie so extrem stark sind, so einen breiten Kader haben. Ich glaube aber schon, dass Madrid zu Hause stärker sein wird, als sie jetzt in Chelsea gespielt haben vor eigenem Publikum. Also sie werden natürlich versuchen, da irgendwie jetzt diese Niederlage, die sie sich in England eingefangen haben, irgendwie auszugleichen. Und sie müssen auch, weil PSG wird wahrscheinlich gewinnen und da geht es ja nun um den zweiten Platz. Und ich sage jetzt mal so, Madrid möchte nicht unbedingt in der Vorrunde rausfliegen. Aus, okay. Chelsea-Expertin Ariane, was sagst du dazu? Nee, also auf jeden Fall kann ich der Natascha nur recht geben. Also da Real Madrid ist jetzt unter Zugzwang, die müssen was machen und... ja, also da muss der Sieg her, sonst sieht es da gar nicht gut aus um den zweiten Platz. Wie wir am Anfang schon gesagt haben, das ist da die Hammergruppe. Einer von den drei großen Vereinen muss am Schluss gehen. Okay, Michael, ich gebe dir eine ganz einfache Aufgabe. Was sagst du dazu zu dem Chelsea ist Wolfsburg in England und spielt es gegen Real Madrid? Ich halte mich da vornehm zurück, weil ich im internationalen Fußball nicht so der Experte bin wie Andreas oder Adriana. Chelsea ist ein heißer Kandidat auf die Champions League auch mit Wolfsburg und Barcelona und schauen wir mal, wie es dann am Ende, wer da am weitesten kommt. Ah, okay, alles klar. Konstellation ist eine andere wie beim Hinspiel. Chelsea hat aus 3 Spielen 9 Punkte geholt, denen reicht im Grunde genommen einen Punkt in Madrid, weil sie spielen auch noch in Vlasnia, in Albanien, und werden damit Sicherheit 3 Punkte holen. Also das heißt, der Druck lastet ganz klar auf Madrid. Chelsea kann sich das in Ruhe geduldig anschauen und auf die eigenen Chancen warten. Also ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Punkteteilung gibt, weil Chelsea nicht unbedingt muss. Und wenn es dann am Ende auf ein Unentschieden rausläuft, dann nehmen die das gerne mit. Aber ein spannendes Spiel von der Konstellation ist das auf jeden Fall, weil man darf nicht vergessen, in der Gruppe ist eben auch noch PSG. Und PSG ist ja einer der Großen im europäischen Frauenfußball. Also, ja, schon spannend. Okay, gut. Habt ihr sonst noch irgendwas? Habe ich noch was vergessen? Nö. Doch, nö, ne? Ob das sind die spannendsten Partien? Das sind die spannendsten Partien. Also ich nehme Rosinen, ich nehme Äpfel und Bananen mit und schmeiß die aufs Spielfeld, wenn Barca führt. Und die Schiedsrichterin falsch frei. Ja, ich suche mir dann ein Opfer. Oder wir haben mal gesagt, wir gehen respektvoll mit allen meinen Spielerinnen um. Ne? Das widerspricht sich gerade zu dem, was du gesagt hast. Ach so, hab ich das unterschrieben? Okay, alles klar. Gut, okay, nicht so viel Zeit verplempern. Jetzt haben wir noch das Viertelfinale DFB-Pokal. Da brauchen wir eigentlich nur sagen, dass das übertragen wird. Sky ist da wohl vorrangig und der ARD-Livestream. Dann eine Sky-Konferenz wird angeboten, aber es ist eben halt... gegen Bezahlung, ne, ist klar. ARD-Livestream ist dann kostenlos. Das ist Hoffenheim gegen Bayern München. Das wird dann wieder ein spannendes Spiel für uns werden. Können wir uns mal treffen. Dann können wir uns ja treffen. Dann können wir uns mal treffen, wenn es dann ein bisschen wärmer wird. Das wird dann schon am 28.02. sein. Ohne mich, ich bin in den USA, ohne mich. Ach so, aber da ist doch schon Almut Schuld gescheitert in den USA, Mensch. Wusste du auch nicht. Okay, alles klar. Haben wir noch irgendwas? Ja, sind wir zufrieden? Andreas? Ja. Gut, Adriana auch zufrieden? Michael zufrieden? Noch irgendwas? Dankeschön, dann würde ich sagen, schalten wir aus und hoffen, dass sich viele
bei uns melden, Kommentare und Likes und Dislikes und sowas. Ne? Ja, dann bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.